Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sobatin, es ist wieder Montag, das heißt es gibt wieder einen Meta-Montag. Ich hoffe ihr habt Bock, ich hab Bock logischerweise, denn das heutige Deck ist ziemlich, ziemlich cool. Es ist Shadol Dogmatiker Invoked. Ich weiß, viele können Normal Summon Alistar nicht mehr sehen, aber es ist trotzdem ein cooles Deck und Winder ist eine starke Karte. Und ich würde sagen, ohne weitere Verzögerung, direkt rein ins Profile. Wir starten ins Profile rein, direkt mit drei Shadol-Karten, nämlich zweimal Wendy, einmal Ariel. Das sind eure wichtigsten Shadol-Monster, denn die Karten sind richtig gut. Ariel banisht drei Karten vom gegnerischen Friedhof, was ziemlich gut ist. Und Wendy Special vom Deck, bei Flip oder bei Karteneffekt. Ich würde gerne zwei Ariel spielen, ich habe im Deck aber keinen Platz mehr, deswegen spielen wir nur ein Ariel. Und das reicht manchmal auch aus. Ich wünschte, ich hätte mehr, aber eine ist auf jeden Fall fein. Dann haben wir die drei One-Offs, nämlich Beast, Dragon und Edgehog. Oder den Igel, wie man ihn so schon nennt. Die Karten sind Utility-Karten. Die ziehen eine Karte, sehr schöne Spelltrap. Oder adden einen Shadow-Monster oder eine Spelltrap. Je nachdem, was für ein Effekt aktiviert wird. Die sind gut. Das sind ziemlich solide Karten. Deshalb spielen wir sie auch auf jeden Fall auch einmal. Weil man auf jeden Fall immer Access mit der Karte hat. Über Wendy oder über die nächste Karte, die jetzt kommt. Nämlich zwei Squamata. Die Karte ist wichtig im Deck, um euch extra Materialien in Friedhof zu bekommen für Schism. Deshalb spielt ihr die zweimal, weil die dafür halt not bad ist. Kommen wir zum Invoke-Teil, da spielen wir dreimal Alistar, den Beschwörer. Ja, normal summon Alistar-Effekt ist halt legit immer noch ein Thema. Und das ist eigentlich die einzige Normalbeschwörung im Deck, die wir haben. Deswegen dreimal logischerweise. Und da kommen ein paar andere Karten, die genau dazu kommen. Dogmatiker Engine. Da spielen wir einmal Ecclesia und einmal Felice. Die beiden Karten sind so eine kleine Symbiose. Die eine sucht die andere kann halt spezialbeschworen werden, wenn Exile Monster am Feld liegt und dann was negieren. Und Ecclesia kann logischerweise auch was anderes suchen. Wir spielen halt nur ein zweites Target, falls wir halt die eine Karte schon gezogen haben, als Punishment. Machen wir weiter mit den Handtraps. Da spielen wir dreimal Ash Blossom und Joy Spring. Zu Recht, gute Karte, trifft so ziemlich jedes Deck irgendwie. Dann haben wir noch dreimal Phantasme. In dem Deck unglaublich wichtig, denn, haltet euch fest, dieses Deck ist Brick-anfällig. Boah, wer hätte es gedacht? Und Phantasme hilft dabei, dass das nicht so schlimm ist. Und das ist dafür eine ganz gute Idee. Das war's mit den Monstern. Gehen wir zu den Spells. Zuerst die Fusionskarten. Da spielen wir dreimal Shallow Fusion. Die lässt uns aus dem Deck spezial beschwören, wenn der Gegner ein Exile-Monster hat. Was ziemlich gut ist. Und wenn nicht, können wir halt von Hand oder vom Feld damit fusionieren, was halt nicht schlecht ist. Ist halt Minus, aber kann man auf jeden Fall machen. Die dreimal. Dann haben wir zweimal Invocation, die wir über den Alice suchen können. Wie soll das anders sein? Zweimal. Richtige Ratio auf jeden Fall, denn wir wollen immer irgendwie die Möglichkeit haben, einen zu ziehen. Nur weil es was zu searchen, deshalb auch nur zweimal. Aber einmal wäre zu wenig, weil dann sehen wir sie zu selten. Und eine L-Shiller Fusion, weil wir auf jeden Fall in der gegnerischen Runde die Möglichkeit haben wollen, was zu fusionieren, was ein Winner sein kann oder eine Upclone. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Machen wir weiter mit den Konstanzkarten. Das ist dreimal Nadir Servant. Oh boy, die Karte ist so insane. Die kann uns Schism adden mit Ecclesia logischerweise. Die kann Karten zerstören vom Gegner durch Entis. Also auf jeden Fall eine insane Karte. Gute Karte, dreimal spielen. Dann haben wir dreimal Magical Meltdown. Zwei Effekte, beide Effekte super relevant. Der erste Effekt sucht Alistar. Der zweite Effekt lässt euch die Aktivierung nicht mehr annullieren von Fusionskarten. Das ist schon ziemlich heftig. Aber der andere Effekt ist noch viel geiler, dass ihr auf die Fusionsbeschwörung nicht mehr reagieren könnt. Das bedeutet, wenn euer Fusionsmonster beschworen wird, in der Kette, die die startet, wenn die beschworen wird, kann der Gegner nicht reagieren. Also euer Construct ist safe und eure ganze Kette ist halt safe. Ja, gute Karte. Dann spielen wir noch für die Konstanz. Einmal Terraforming, logischerweise, und zweimal Pot of Prosperity. Ich wollte eigentlich drei spielen, das Problem ist halt der Platz. Ich will bei 40 Karten bleiben, deswegen haben wir nur zwei davon. Und ihr macht es meistens eh nur für drei, deswegen sind zwei komplett fein, weil ihr auch noch Phantasma habt, deswegen muss man da so ein bisschen drauf achten, dass es halt nicht zu viel Draw Power wird oder zu viel hin und her switchen ist. Deswegen gute Karte. Und ihr habt halt nicht einen extra Space, um halt wirklich da für 6 zu gehen, normalerweise. Dann haben wir noch dreimal Super Poli. Muss ich da was zu sagen? Super Poli ist eine insanely gute Karte. Und die Karte kann gegnerische Monster fusionieren. Logischerweise, die kann mit euren eigenen Monster fusionieren. Die könnt ihr Battle Phase benutzen. Der Gegner kann darauf nicht reagieren. Einfach ziemlich, ziemlich gut. Die letzten Karten sind die Traps in dem Deck. Und das sind drei Stück. Nämlich einmal Rishonol Reincarnation. Gute Trap. Er kann einen kleinen Loop erzeugen mit Winder und dann immer wieder zurück specialen. Ist auf jeden Fall nicht bad. Dann haben wir natürlich Punishment. Punishment, gute Karte. Ist ein 1-for-2. Ist halt ziemlich gut. Und natürlich dann einmal Shadow Schism. Die Karte ist insane. Geht ja schon gerade auf dem Friedhof. Check. Die kann man sonst beschwören. Check. Die braucht Material im Friedhof. Check. Einfach eine gute Karte. Die wollen wir so sehen. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Jetzt wird's spannend. Die liegt uns jetzt relativ einfach zu erklären. Da haben wir einmal das Magistus-Monster. Ist ein Licht-Target für Alistar. Dann den Gravity-Controller. Der ist halt einfach nur dafür da, um unsere Shadow-Monster in den Friedhof zu bekommen und den Friedhofseffekt zu triggern. Ziemlich gut. Und natürlich Wert Anaconda für Super Poli und natürlich für die Shadow Fusion. Beides gute Möglichkeiten, um halt jeweils ein Monster aus Feld zu bekommen. Auf jeden Fall not bad. Kommen wir jetzt zu den Shadow-Monstern. Da spielen wir ein ganz klassisches Packet. Zweimal Epcolon, zweimal Construct und zweimal Winder.
Denn, wer hätte es gedacht, das sind eure besten Shadow-Monster und die wollen wir auf jeden Fall auch irgendwie im Extra-Deck haben, um Access dazu zu haben. Und wir spielen ja halt zweimal, falls wir den Prosperity aktivieren, dass wir davon halt was managen können, falls wir es nicht mehr brauchen für diese Runde, falls wir schon alles andere haben. Das kann ja wirklich durchaus sein. Ja, insane. Dann kommen wir natürlich zu den Invoked Engine-Teil. Da spielen wir zweimal Mechabar, einmal Raijin und einmal Augedis. Und ja, das sind alles die besten Karten spielen könnt. Ihr könntet auch einen Mechabar swappen für Pikachu. Auch das legit ein Thema, aber ich finde zwei Mechabar in dem Fall wirklich besser als den einen Pikachu. Deshalb spiele ich auch die vier logischerweise. Und die letzten Monster sind in dem Fall Starving Venom und Entis. Eine für Super Poli, eine für Nadir Servant. Gute Karten sollte man auf jeden Fall irgendwo haben. Auf jeden Fall not bad. Ja, das war das Deck. Jetzt geht es darum, was für ein Endboard hat das? Das Endboard von Shadow ist natürlich sehr variabel zu dem, wie sie ziehen. Aber ich würde euch einmal das bestmögliche Endboard zeigen, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlassen müsst. Das bestmögliche Endboard ist ein Mechabar mit einem Alistar in der Hand. Dann haben wir eine Ecclesia auf dem Feld mit entweder Punishment Set oder Fleur in der Hand, je nach Matchup. Dann haben wir logischerweise noch einmal Schism Set. Und die Möglichkeit, mit Schism halt Winner zu machen. Das ist das bestmögliche Endboard und das ist auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Wenn sie ganz gut haben, liegt sogar eine Eldritch Fusion, kommt eher weniger vor. Aber hat Mechabar, Schism und halt der Pop oder Negate von Fleur oder Punishment, eins von beiden, ist halt kein schlechtes Endboard. Und da kommt man eigentlich relativ gut hin. Ne? Manchmal haben sie noch ein Shadowmaster Set. Eher weniger, aber das kommt auch vor, je nachdem, wie sie das halt spielen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, auf jeden Fall mal ein Abo da lassen. Und für mich ganz wichtig, welches Deck wollt ihr nächste Woche sehen? Wie geht so langsam die Meta-Decks aus? Ich habe langsam nichts mehr. Ich habe noch ein paar in der Hinterhand, die wir mal besprechen können, die jetzt vielleicht nicht Tier 1 sind, aber so ganz nah dran sind. Auf jeden Fall mal in den Kommentaren da lassen, was ich da machen soll. Und natürlich Video liken. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao, Leute.